Willkommen zu einer weiteren Folge von Yay und Nay. Zunächst frohe Weihnachten von mir. Ich hoffe, ihr könnt die Festtage etwas genießen. Habt Spaß mit euren Familien und wisst den wahren Grund und den Geist von Weihnachten zu schätzen. Wir spielen heute Crazy Santa Racer. Ein Spiel, wo man wahrscheinlich mit dem Ding, mit dem Schneewagen des Weihnachtsmanns rumreisen muss. Eigentlich wohnt der Weihnachtsmann doch in Finnland, oder? Warum steuern wir dann bitte schön in Kanada? Starten wir in Kanada. Das finde ich etwas merkwürdig. Drücke Pfeil links, rechts, um den Verkehr auszuweichen. Drücke sofort von der Leertaste. Drücke Pfeil runter und zusammen. Okay. Ja, ich würde fast sagen. Kann ich auch Gas geben eigentlich? Nö. Doch, ich kann Gas geben tatsächlich. Aber wir fahren mal in normaler Geschwindigkeit hier rum und. Ja gut, der Weihnachtsmann kann ja mit seinem Schlitten eigentlich fliegen. Warum er hier jetzt dann auf der Straße fährt, verstehe ich nicht so ganz. Okay, das Hüpfen ist nicht wirklich gut. Und wir haben das erste Level von Crazy Santa Racer auch schon geschafft. Es geht hier direkt weiter. Ich würde fast sagen, das Springen heben wir uns nur wirklich dafür auf, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja, ganz nett. Sicherlich nicht das größte und beste Spiel der Welt, aber... Oh Gott, es ist Weihnachten. Da kann ich in diesem Format eigentlich gar kein Nay geben. Ich weiß, es widerspricht diesem Format eigentlich, aber heute, dieses Spiel bekommt unabhängig davon... Oh, ich schwebe jetzt tatsächlich. Unabhängig davon, ob es gut ist, ein Yay oder Nay, weil wir haben Weihnachten und Weihnachten kann ich kein Nay vergeben. Weihnachten ist das feste Liebe und da muss man auch mal Spiele spielen können. Nein, das ist eigentlich ganz okay, das Spiel. Ich habe einen neuen Avatar freigeschaltet. Das wird mich in meinem weiteren Leben sehr stark voranbringen. Ich freue mich. Das werde ich auf jeden Fall in meinen Lebenslauf reinschreiben. Ja, es ist jetzt ein ganz solides Spiel eigentlich, ne? Es ist okay. Allerdings vermutlich auf Dauer etwas eintönig vielleicht. Aber wir gucken mal. Bonusabschnitt. Gibt es hier vielleicht doch ein Level? Oh, jetzt wird es aber hier endlich mal herausfordernd. Jawohl, so mag ich das doch. Das Schweben, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man da manchmal einfach, vielleicht schwebt, wenn man das gar nicht will. Vor allen Dingen hier an der Stelle, da will ich eigentlich gar nicht schweben. Da sind doch voll viele Items, die ich bekomme. Deswegen will ich doch gar nicht schweben, lieber Weihnachtsmann. Scheint auf jeden Fall auch ein relativ einfaches Spiel zu sein, tatsächlich. Jetzt habe ich 57 Sekunden, um zum Ziel zu kommen. Und ihr seht ja da oben, also was heißt da oben, auf der rechten Seite seht ihr ja, wie weit ich bin. Das werde ich in 50 Sekunden auf jeden Fall schaffen. Aber gut, es muss ja auch nicht jedes Spiel unbedingt schwer sein. Von daher ist das absolut okay, will ich mal behaupten. Wir fahren einfach mal weiter und ich guck mal auf die Aufnahmeuhr. Ja, ein bisschen können wir noch zocken. Ein bisschen können wir noch... Ja, ich werde Weihnachten dieses Jahr übrigens, falls es irgendjemand interessiert, bei meinen Schwiegereltern verbringen, zusammen mit Twibi. Die wohnen ja in Sachsen, da sind wir vom 24. bis 26. Und ja, werden Spaß haben, werden sicherlich auch viele schöne Sachen unternehmen. Ich bin mal gespannt, was mich dort so erwartet. Immer... Ist natürlich schön, die zu besuchen. Andererseits ist es immer eine ganz schöne lange Strecke von Ostwestfalen nach Sachsen zu fahren. Von daher habe ich da immer ein bisschen Respekt vor. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, rechtzeitig seht, bin ich höchstwahrscheinlich gerade auf der Autobahn. Und ja, kann leider nicht über die Autos rüberspringen, wie der Weihnachtsmann das hier macht, sondern muss nach links fahren und an ihn vorbeifahren. Und ja, aber das werde ich schon alles irgendwie hinkriegen. Was ich mich gerade frage ist, ich habe ja gerade HP verloren, kann ich mich mit diesen Geschenken, die ich eben zwischendurch gesehen habe, wieder heilen? Das würde mich mal interessieren. Vermutlich schon. Aber... jetzt sind hier gar keine mehr. Aber das Spiel ist auf jeden Fall relativ chillig, kann ich tatsächlich sagen. Wenn ihr irgendein Spiel sucht, ob euch noch... Ach, da wäre ein Geschenk gewesen, Mist. Um ein kleines bisschen... die Zeit zu vertreiben, bis ihr denn das Geschenk bekommt, was ihr haben möchtet. Was eigentlich nicht der Hauptgrund von Weihnachten sein sollte, aber mittlerweile ist ja Weihnachten so komplett kommerzialisiert. Es ist, okay, man hält sich tatsächlich mit dem Geschenken. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, gerne unter das Video dann schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt.
würde mich mal interessieren. Ich persönlich habe mir nichts gewünscht. Ich möchte auch keine Geschenke zu Weihnachten haben, weil ich genieße einfach die Zeit, die ich mit den Verwandten und meiner Familie verbringen kann. Und da brauche ich auch keine Geschenke. Gut, wir haben jetzt knapp 5 Minuten abgeschlossen. Ich würde mal sagen, ich versuche mich mal umzubringen. Mal gucken, ob das hier in dem Spiel hier geht. Und dann kriege ich wahrscheinlich einen Highscore oder sowas und dann beende ich das mal so absichtlich umgebracht. Das ist meine Punktzahl. Gib nicht auf, du schaffst es. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte das Spiel hier 4 Stunden spielen können. Aber ich will das Video bewusst kurz halten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euch eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis denn, macht's gut und ciao.